So, kommen wir zur zweiten Aufgabe vom Blatt 3. Hier geht es um das Nabla-Kalkül. Das mag jetzt, wenn man das erste Mal damit konfrontiert wird, noch etwas verwirrend sein, wie man jetzt mit diesen ganzen Indizes umgehen muss, aber da entwickelt man tatsächlich über die Zeit etwas Intuition für. In der Physik sieht man dann diese ganzen Ausdrücke, die hier stehen, nochmal, aber man sieht die ganzen Summenzeichen nicht mehr, weil es in der Physik im Kontext eigentlich immer klar ist, dass man immer komplett aufsummieren muss, oder wenn man die Vektoren betrachtet, wenn man hier zum Beispiel den Vektor v hat und die Karte Komponente hinschreibt, dann weiß man, dass der ganze Vektor sich ergibt, indem man einfach die Summe über alle Indizes oder einfach alle Indizes durchläuft. Und hier haben wir noch einmal so die wichtigsten Identitäten oder Eigenschaften des Levi-Civita-Tensors und des Kronecker-Deltas aufgeschrieben. Also das Kronecker-Delta ist überhaupt definiert, zum Beispiel über das Skalarprodukt von zwei Basisvektoren, EI und EJ. Und das ist natürlich nur genau dann eins, wenn das dieselben Basisvektoren sind. Und wenn sie es nicht sind, dann ergibt sich halt die Null. Und weil das Skalarprodukt halt symmetrisch ist, und wenn wir dann I und J vertauschen, ergibt sich hier auch, dass beim Kronecker-Delta I und J vertauschen können, ohne dass sich was ändert. Anders sieht das aus beim Levi-Civita-Tensor. Der ist hierüber definiert. Das ist schon etwas komplizierter, weil das Kreuzprodukt bringt noch ein paar neue Eigenschaften mit rein. Wenn wir hier das Skalarprodukt vom i-ten Basisvektor mit dem Kreuzprodukt von J und vom k-ten Einheitsvektor betrachten und wir uns in R3 befinden, dann gibt es ja nur drei Basisvektoren, das heißt, dieses Kreuzprodukt steht senkrecht auf den beiden Vektoren, die senkrecht auf diesem Vektor stehen. Das bedeutet, das Kreuzprodukt ist entweder parallel oder antiparallel zu diesem Vektor. Und das bedeutet, wir bekommen, wenn das parallel ist, hier eine 1, weil wir dann das Quadratprodukt von einem Vektor mit sich selbst haben. Und wenn wir J und K vertauschen, dann bedeutet das, dass wir beim Kreuzprodukt einmal die beiden Vektoren vertauschen. Wenn wir dann im dreidimensionalen uns an die rechte Handregel halten und wir diese beiden Vektoren vertauschen, dann ändert sich auch die Richtung. Einmal, die dreht sich dann einmal um von dem Vektor, den wir rausbekommen. Das bedeutet, wir haben einmal das Skalarprodukt vom EI mit minus EI und das ist dann minus 1. Und das kann man in dieser Indexschreibweise festhalten, indem man Epsilon, I und K als die Reihenfolge definiert, wo das 1 wird. Und die kann man dann so zyklisch durchtauschen, indem man sagt, man verschiebt jetzt die Indizes um einen nach links oder um einen nach rechts und den Buchstaben, der dann hier rausrutscht, den sortiert man dann wieder zurück ans andere Ende. Das habe ich einmal gemacht mit JKI und KIJ. Mehr von diesen Vertauschungen gibt es halt nicht, weil es nur drei Indizes sind. Und für die bleibt alle das Vorzeichen gleich. Das kann man sich dann hier nochmal explizit klar machen, wenn man da noch nicht direkt durchblickt. Und man kann jetzt aber natürlich, wie ich vorhin gesagt habe, wenn man diese beiden vertauscht, also wenn man im Kreuzprodukt zwei der Basisvektoren vertauscht, dann dreht sich auch die Richtung des resultierenden Vektors genau einmal um und das resultiert dann in dieser minus 1. Und dann habe ich hier gegenüber diesen hier einmal zum Beispiel J und I vertauscht. Und wenn ich die jetzt alle normal zyklisch durchtausche, dann ändert sich an dieser minus 1 nicht, weil wir gerade festgestellt haben, beim Epsilon I und K, beim normalen Durchschieben der Indizes, ändert sich das Vorzeichen nicht. Das bedeutet, wenn wir einmal zwei Indizes switchen, ändert sich einmal das Vorzeichen. Wenn wir es nochmal tun würden, würden wir noch eine minus 1 erhalten und dann würde es wieder plus 1 werden. Aber so gibt es hier noch die drei Möglichkeiten, wie die Indizes stehen würden, wo der Epsilon-Tensor ein negatives Vorzeichen hat. Das ist etwas viel auf einmal, das kann man sich vielleicht so merken, wenn man sowas immer gut als Eselsbrücke benutzen kann. Man kann sich IJK einmal so in Dreieck aufschreiben und dann aufschreiben, wenn man so durch die Indizes durchlaufen kann in Leserichtung, dann hat man eine plus 1, egal wo man anfängt, von JKI, IJK oder KIJ, durch die Pfeilrichtung angegeben. Und wenn man von links nach rechts
andersrum gehen muss, dann hat man ein minus 1. Also KJI zum Beispiel, dann laufe ich die roten Pfeile entlang und das wäre dann genau hier. So, und dann gibt es noch eine Sache oder noch zwei Sachen, die wir zu diesen Tensoren wissen. Das ist, wie verhalten die sich, wenn wir die in Verbindung miteinander bringen. Beim Kronecker-Delta ist das noch mit am einfachsten. Wenn man zwei Kronecker-Deltas, die einen gemeinsamen Index haben, miteinander multipliziert, das Kronecker-Delta ist aber 0 oder 1. Das bedeutet, damit sich an diesem Summanden was ändert oder damit bei diesem Summanden 1 rauskommt, müssen beide 1 sein. Das bedeutet, I muss gleich J sein und J muss gleich K sein. Und daraus kann man eigentlich folgern, dass I gleich K sein muss, wegen der Transitivität der Gleichheit. Und dann kommt, wenn man alle Komponenten betrachtet, am Ende diese Beziehung raus. Bei zwei Reed-Civita-Tensoren ist das schon etwas komplizierter, das nachzuvollziehen. Da muss man sich dann schon wirklich reindenken. Aber man kommt dann eben auf dieses Ergebnis, wenn man die Summe hier ausführt, dass man das Produkt von diesen beiden Levi-Civita-Tensoren, wenn die nur einen Index K hier gemeinsam haben, dass man das durch ein Produkt von Kronecker-Deltas ausdrücken kann, das dann so lautet mit diesem Epsilon IJK, Epsilon KLM, das wird dann zu Delta IL mal Delta JM minus Delta IM mal Delta JL. Was ist hier passiert? Dieses Delta hat I und L, das sind diese beiden, wenn man sich jetzt das K wegdenkt bei beiden, das sind jetzt die beiden ersten Indizes, die man sieht. JM sind die beiden zweiten, die stehen hier. Und bei diesem Produkt, das man dann abzieht davon, Delta IM und Delta JL, hat man, wenn man sich wieder die Ks wegdenkt, I mit dem M kombiniert und J mit dem L. Das kann man sich auch mit so einer kleinen Eselsbrücke merken, indem man sich einmal I und J vom ersten Tensor aufschreibt und L und M vom zweiten und dann einmal schaut, für welches Delta muss man einmal gerade runtergehen und für welches muss man über Kreuz gehen. Für die, wo man gerade runtergehen muss, bekommt man quasi eine plus 1 und die multipliziert man zusammen und die, die über Kreuz gehen, die bekommen das, die stehen dann hinter dem Minus. Genau, und das sind tatsächlich Beziehungen, die man auf seinem Formelzettel stehen haben sollte, weil das tatsächlich Beziehungen sind, die man in der Klausur benutzen können müsste, wenn man jetzt gleich solche Aufgaben bekommt, die wir jetzt lösen sollen bei der A und bei der B. Denn bei der A sollen wir jetzt zeigen, dass wir, wenn wir den Rotationsoperator oder beziehungsweise wenn wir das Kreuzprodukt des Nabla-Operators mit einem Vektor V bilden, und jetzt davon erstmal uns nur die ite Komponente anschauen, also irgendeine Komponente von diesem Vektor. Wir sollen zeigen, dass die Gleichheit gilt zu dieser Summe. Dass wir das dann mit einem Epsilon-Tensor und den einzelnen Komponenten des Nabla-Vektors und des Vektors V ausdrücken können. So, das machen wir jetzt einmal, indem wir jetzt auf der linken Seite anfangen. Und dann direkt das erste, was wir tun, ist, die ite Komponente eines Vektors bekommt man, indem man das Skalarprodukt von diesem Vektor mit dem iten Basisvektor bildet. Das bedeutet, wir packen diesen Ausdruck einmal in ein Skalarprodukt. So, das heißt, hier steht jetzt das Gesamtergebnis drin und damit isolieren wir die ite Komponente. Und was wir noch tun können, ist, dass wir, das hat jetzt noch nichts mit diesem hier zu tun, aber wir können, das ist jetzt ein Vektor und V ist auch ein Vektor, das bedeutet, wir können Vektoren schreiben durch die Summe ihrer Komponenten multipliziert an den jeweiligen Basisvektoren. Also mit I passiert nichts. Und auf dieser Seite haben wir eine Summe stehen über J-Komponenten von Delta J mal EJ. Das ist das Nabla und dann bilden wir das Kreuzprodukt
über den NXK zum Beispiel, weil es sich einfach anbietet, den haben wir noch nicht benutzt, von VK, die Karte-Komponente, bei den Karten die Basisvektoren. So, und das eigentlich Tolle an dieser ganzen Notation, dass man so beliebig komplexe Objekte durch eine Summe von einfach indizierten Zahlen zusammen mit so einem komplexeren Objekt wie dem Levi-Civita-Tensor oder dem Kronecker-Delta aufschreiben kann, ist, dass man in solchen Summen, dass die VKs jetzt nicht mehr so Vektoren sind, die sich merkwürdig verhalten, wenn man da irgendwelche Dinge mit anstellt, sondern das sind jetzt einfach Zahlen. VK ist eine Zahl, Delta J ist, gut, keine Zahl, es ist eine Ableitung, aber dennoch, es ist ein Ding, das hat nur einen Eintrag, das hat eine Dimension. Das bedeutet, wir können jetzt diese ganzen Skalare einfach raussortieren aus dem Skalarprodukt, weil es halt linear ist gegenüber Zahlen, die man da dran multipliziert. Und dann haben wir nur noch die Vektoren, die hier drin stehen. Das heißt, wir haben hier Epsilon, J, K, Entschuldigung. Und die Summen kann man natürlich auch einmal nach vorne ziehen, weil das sind Summen über Indizes J und K. Die kann man beliebig weit nach vorne schreiben. Die behalten immer noch nur ihre Wirkung auf die Objekte, die mit J und K indiziert sind. Das heißt, hier vorne bleibt dieses Skalarprodukt stehen. EK. Da haben wir jetzt halt ausgenutzt, dass dieses Delta J und das VK einfach nur Zahlen sind, die man aus sämtlichen Produkten halt an sämtlichen Produkten vorbeiziehen kann, die dann einfach hier hinten stehen. Und dann haben wir es eigentlich auch schon, weil das hier, wie wir sehen, ist da oben unsere Definition vom Epsilon-JK-Tensor. Und das ist gleich der rechten Seite, damit ist die A gezeigt. So, bei der B ist ein etwas komplizierterer Ausdruck gegeben. Der enthält immer noch den Nadel-Operator und diesmal steht er in einem Skalarprodukt zusammen mit einem Kreuzprodukt zwischen zwei Vektoren V und W. Die sind auch in R3. So, und wir sollen zeigen, dass diese Seite gleich diesem Ausdruck ist. Das bedeutet, hier wandelt der Nabla-Operator einmal in dieses Kreuzprodukt da hinten mit rein und stattdessen landen einmal Vektor V und einmal Vektor W im ersten Argument des Skalarprodukts. So. Was machen wir wieder? Was wir immer tun, wir fangen bei der linken Seite an für die Gleichheit und dann setzen wir einfach wirklich ein, was wissen wir über den Nabla-Operator, was wissen wir über Vektor V und W, beziehungsweise das Kreuzprodukt von zwei Vektoren, dann setzen wir einfach ein. Die Indizes benennen wir am besten, das wir hier unten die Summe über den J-Indizes für Delta J haben. Und das multiplizieren wir mit dem Kreuzprodukt, von dem wir wissen, dass man das schreiben kann mit dem Epsilon-Tensor. Da benutzen wir unser Ergebnis quasi aus der A, indem wir die I-te bzw. die J-Komponente jetzt aufschreiben. Ach ja, genau, beim Skalarprodukt. Da werden wir immer die gleichen Komponenten des einen Vektors mit der gleichen Komponente des anderen multipliziert. Das ist bei uns jetzt die äußere, das J. Aber im Kreuzprodukt haben wir ja insgesamt 1, 2, 3 Indizes stehen. Den einen, den haben wir jetzt hier J, der jetzt hier J ist, den haben wir rausgezogen. Das bedeutet, jetzt bleiben noch
I und K hier übrig, aber wir nennen es jetzt nicht mehr I, sondern L, weil wir jetzt einfach im Alphabet weitergehen. Und dann bleibt für dieses Kreuzprodukt stehen, dieses J, K, L, V, K und W, L. Also das Skalarprodukt wird festgehalten durch diese Summe über J von hier und hier. Und dieses KL bildet dann, die Summe über die KL bildet die J-Komponente des Kreuzprodukts. Die beiden Summenzeichen kann man jetzt einfach zu einem zusammenschreiben, weil man einfach über alle Indizes J, K und L gehen will, bis zur dritten Komponente. Und jetzt kann man wieder diese Skalare halt rumschieben, wie man möchte, weil es sowas wie Faktoren sind. Also hier muss man natürlich im Kopf behalten, das ist eine Ableitung. Die löst manchmal Produkt- und Kettenregeln aus. Deswegen muss man mal schauen, steht sie am Anfang vor einem Ausdruck, auf den sie wirkt, oder steht sie schon dahinter? Das ist so, da muss man halt aufpassen. Aber bei VK und WL, das sind einfach nur Zahlen. Und hier ist es auch so, dass diese Ableitung, Delta J, halt hier in diesen Komponenten irgendwas finden kann, worauf sie wirkt. Deswegen haben wir hier im Allgemeinen eine Produktregel stehen. Auf dem Epsilon-Tensor, da wissen wir, da kommt immer nur 1, minus 1 oder 0 raus. Auf 1, minus 1 oder 0 kann so eine Ableitung, da tut die nichts mit. Und jetzt bilden wir einfach bei V und W die Produktregel V'W plus VW'. Und dieser Strich ist in diesem Fall das Delta J. Weil wenn das hier die Ableitung nach x, y, z ist, ein davon und in dieser Komponente x, y oder z dann auftaucht, dann passieren da Dinge, die man positiv sollte. Genau, und das sind jetzt zwei Summen. Also man kann die jetzt einfach auseinanderziehen, wenn man das ausmultipliziert, dann hat man da zwei Summanden und die kann man getrennt aufschreiben. Über JKL. Oder um es noch eindeutiger zu schreiben, das sind ja immer noch nur zwei Zahlen. Durch die Klammer haben wir jetzt fixiert, dass diese Ableitung Delta J auf VK wird. Deswegen können wir das WL einfach nach vorne sortieren. Und dann, wenn man wieder anguckt, was wir in der A festgestellt haben, dass man über diese Summe mit Epsilon, I und K und Komponenten von Vektoren hier am Ende so wieder so ein Kreuzprodukt reinbekommt, dann kommt am Ende auch unsere Aussage, aber dazu kommen wir noch. Und hier im zweiten Summanden, oder was im ersten? Ja, im zweiten Summanden hat man stehen, dass man, wenn man die Indizes des Epsilon-Tensors an die Komponenten hinten anpasst, dann sieht man, also hier sieht man, dass hier haben wir schon unseren Vektor V, der später in unserem Ausdruck, den wir zeigen sollen, hier auch vorne stehen soll. Hier ist die Reihenfolge der Indizes K, J und L. Und die Reihenfolge des Epsilon-Tensors hier vorne ist I, J, K. Und die können nicht I, J, K. J, K, L soll das natürlich sein. Wir haben kein I.
wenn man die auf die gleiche Reihenfolge bringt, dann muss man hier zwei Indizes vertauschen und da wissen wir, dann bekommt dann, wenn man zwei Indizes vertauscht, im Levi-Civita-Tensor handelt man sich immer einen Faktor minus 1 an. Wenn wir das hier tun, dann haben wir hier unsere minus 1. Und dann ist das eine richtige Summe, wie sie in unserem Ausdruck aus der A steht, dass wir dann hier Y-J-K und zweiter Faktor indiziert mit J und dritter Faktor indiziert mit K stehen haben. Und dann können wir das direkt zurückschreiben in das Kreuzprodukt von zwei Vektoren miteinander. Beziehungsweise im Kreuzprodukt hatten wir ja nur, wie man sehen kann, um die eine Komponente des Kreuzproduktes von zwei Vektoren zu bekommen, hatten wir hier diese zwei letzten Indizes. Und die entdecken wir hier wieder. Das ist dann hier die Summe über J und L, hier über J und K. Aber da es jetzt zwei getrennte Ausdrücke sind, es bleibt beim ersten also die Summe über L, F1 bis 3 übrig, von BL mit. Und diese drei Zahlen verschwinden jetzt in das Kreuzprodukt, das ist dann Tabla Kreuz V, davon die L-te Komponente und dann noch minus der Summe über, wenn J und L in das Kreuzprodukt wandern, dann bleibt hier das K gleich 1 über bis 3 von der V-Kartenkomponente mit der Kartenkomponente vom Kreuzprodukt des Nabla-Operators mit W. Und das, obwohl hier jetzt zwei unterschiedliche Indizes sind, es ist das gleiche. Eine Zahl mit K indiziert mal eine zweite Zahl, die mit K indiziert ist und dann über K aufsummiert, das ist dann ein Skalarprodukt. Das heißt, damit haben wir eigentlich unsere Aussage B Nabla Kreuz V minus V Nabla Kreuz B. Na, also in der Physik wird man später sich so stark daran gewöhnt haben, dass man sich diese Summen immer dazu denkt und die Summenzeichen dann gar nicht mehr mit aufschreibt. Weil wenn man das am Anfang noch nicht kann, ist das nicht weiter schlimm. Da gewöhnt man sich schneller dran, als man denkt. Aber es ist klar so relevant. Das kam durchaus schon öfters dran. Aber so viel zu dieser Aufgabe.